Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Shin Yakuza mit einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla. So Leute, wir haben den Bezirk erkundigt und alles geplündert. Also nicht alles, die Truhen fliehen noch, aber muss nicht sein. Mal schauen, ob wir das noch erreichen können. Ah, fuck you. Wo ist der dämliche Schlüssel? Gucken, ob der da Schlüssel ist. Hilf mir, sei meine Augen. Perfekt, ich wusste es. Alles geplündert, jawohl. Und das ja nicht, ist egal. Jetzt gehen wir jetzt zurück in die Siedlung. Wie lange dauert das noch, ey?
Grüße, Eivor. Ich habe neue Karten gezeichnet. Zeigst du mir deine Waren? Komm etwas später. Dir einen guten Tag. So. Sühnen, leite mich. Lass uns mal ein Fest mal machen. Hi, Table. Du siehst gut aus. Ich möchte die Bündnis. Ich habe es mir anders überlegt. Ich sollte gehen. Ah, was ist das? Das kenne ich noch nicht. Überblicke das Land, Freundin. Na, noch eine. Ja, endlich eine schöne Stadt.
So ein guter Junge. Sprich mit Randvi über... Ich sollte gehen. Und jetzt, wenn ich eigentlich jetzt einfach so reise? Ich glaube, irgendwas fehlt. Irgendetwas fehlt. Okay, ist nicht viel. Rivka ist auch nicht viel. Irgendetwas habe ich vergessen. Ah, was? Vielleicht muss ich die Orden umbringen, vielleicht komme ich da. Ich glaube, ich muss die ganze Bündniskarte alles nehmen, alles einnehmen. Zum Glück habe ich ja die Bezirks eingenommen. Ich denke mal, so läuft das ab. Halte L1 gedrückt, um den Spezialangriff deiner linken Hand auszuführen. Tipps, Durchsuchung, Spezialangriffe. Ja, haben schöne Achse, oder? Schön glasiert, ey. Der spartanische Schild sieht genauso schön aus. Ja. So wie God of War, wie Kratos.
Ich habe Winchester vom Orden befreit. Aber dafür musste ich mit König Alfred zusammenarbeiten. Dein armer Mitstreiter Christie führte dich zu Wessexes König? Höchst seltsam. Er oder sie scheint mit dir zu spielen. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Okay, bestimmt muss ich die ganze Orden auslöschen. Okay, wo befindet sich auf? Lincoln, in Lincolnshire. Der befindet sich in Lincolnshire. Er lebt in einer Villa am Fuße eines Befestigungs in der Nähe des Gemeindesaals von Lincoln in Lincolnshire. Lincolnshire. Wo ist Lincoln? Ich kann ihn nicht finden. Er befindet sich oft in einem überwuchernden Haus in der Nähe des Hafens von. In der Nähe des Hafens. Lockershire, Nähe des Hafens. Überwuchten Haus in der Nähe des Hafens von. Glockenschür. Befindet sich oft in der Nähe des Hafens. Nein. So Leute, er befindet sich oft in einem überwucherten Haus in der Nähe des Hafens von Gloucestershire.
Glaubkasten, ein Glaubaufsteher. Bewucht den Haus. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Muss von der anderen Seite versperrt sein. Wenn ein böser Mann dir Kekse bringt, gibst du sie deinen Kindern. Ich würde jedenfalls kein Essen verschwenden. Ich würde meine Kinder hungern lassen. Was eine Schlange gibt, bringt nichts als Unheil. Süßes aus böser Hand bleibt süß und mag es in jenen Händen noch schnell zerrinnen. Der Orden ist tot. Er befindet sich oft in den Stallung vom Quadfort in östlichen Scropeshire. Stallung von Quadfort. Ostshire. Skrobisch hier. Nee. Quatschfort. Hab dich gefunden, Bastard. Ey, diese Ladezeit, ey. So, ich bin da. Stallungen.
Bischof. Eivor, wie schön, dich wiederzusehen. Sind die Ohren deines Gottes groß genug, um euren Gesang zu hören? Das sind sie. Seit Rodris Tod herrscht Frieden in unserem Schier. Und diesen Frieden preisen wir mit Musik und im Gebet. Du fürchtest keine Vergeltung durch die Bretonen? Angnarad hat ihr Königreich unter ihren Söhnen aufgeteilt. Anarud, der Älteste, hält sie mit seinen ständigen Streitereien beschäftigt. Und wenn er Erfolg hat und die Clans vereint? Möge dieser Tag niemals kommen, so Gott will. Ich habe von König Cheolwulf erfahren, dass Cheolbert in Tamevjord beigesetzt wurde. Man sollte ihn besuchen. Um sein Andenken zu ehren, ja. Eivor, das befand sich unter Cheolberts Besitztümern. Ich bin überzeugt, er wollte, dass du es bekommst. Das ehrt mich sehr. Ich überlasse euch also eurer Musik, guter Bischof. Gott sei mit dir, Eivor. Stallungen. Ich muss mehr östlich gehen. Ich hab dich, du Bastard! Offa hat vor jedem behauptet, er wäre Christ. Doch das stimmt nicht. Er war einer von uns. Er wollte nur Silber und Schwerter für seine Männer in Mercia. Und du hast diese Tradition fortgeführt? Ohne zu hadern, ohne zu zögern. Offa wäre so stolz auf mich. Du hast sicher 100 Sommer gesehen, alter Mann. So fühlt es sich an. So. Ich hab dich.
Als ich das erste Mal für den Orden tötete, weinte ich. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. Aber ich redete mir ein, dass ich nur mein Schicksal erfüllte. In den Stromschnellen, welche die Launen der Götter sind. Meine Taten waren nur Kieselsteine. Kieselsteine, die die Gischt vorträgt, sind harmlos wie Sand. Kieselsteine waren einst Gestein. So wie du. So, der nächste Kodex. Gefundene Hinweise. So, wo bist du, Arschloch? Ich bin nicht mehr so geistreich wie früher. Nicht länger das Blatt unter Schilden, das schimmernde Blut der Brecher leerer Schädel. Die Peitsche des Schwanenwegs. Der Stahlträger, Verleiher von Hacksilber. Wäre ich nur als freier Mann geboren, als einer, der sein Schicksal selbst bestimmt. Sei froh, dass du Valhall mit einem Gedicht auf den Lippen entgegengehst. So. Thank you.
Ich hab dich, miese Schlampe. Die Verborgenen. Ist das die Kette, an der du ziehst? Mich kettet niemand an. Ich befreie Englerland vom Schmutz. Für die Sicherheit meiner Leute. Ach, hör sich das einer an. Die Ausrede eines Verstands, der in Ketten liegt. Hallo, du! Meine Preise sind sehr gerecht. In Ordnung. Genau. Komm, machen wir das da. Wir machen das. Hey, was?
diesem Land lastet ein dunkler Seder. Sehen, was du siehst. Beidhändige Bewaffnung. Du kannst jede Art von Waffen deiner linken oder rechten Hand zuweisen. Sei kreativ und probiere verschiedene Kombinationen aus. Wenn du in deiner Siedlung neue Gebäude errichtest, steigerst du gleichzeitig deine Bekanntheit und auch deine Siedlungsstufe. Und wenn du neue Stufen erreichst, schaltest du wiederum neue Gebäude frei, die du bauen kannst. Jägerin. Ich sollte mit Heitam reden. Oh. Hi, Tabor. Ich habe hier etwas für dich. Eine Nachricht, die dich verstimmen könnte. Sprich nur. Erinnerst du dich an Kjötvis Sohn, Gorm? Er hat mittlerweile den Platz seines Vaters im Orden eingenommen. Ist das so? Ist Gorm hier in Englerland ein weiterer Name auf unserer Liste? Er ist eines unserer Ziele, aber er ist nicht in Englerland. Er ist weiter westlich, ein Land namens Vinland, vor Jahrhunderten von einem irischen Seemann namens Brenin entdeckt. Der Orden der Ältesten ist neuerdings sehr an Vinland interessiert, aber ich vermag nicht zu sagen, warum. Lass es mich für dich herausfinden, nach Gorms Tod. Vinland ist meinen Quellen zufolge weit entfernt. Es könnte Wochen dauern, ihn zu finden, nach langer, gefährlicher Reise. Keine Gefahr könnte mich abschrecken, Heiter. Ich spreche mit Randvi und plane die Überfahrt. Gab es sonst noch etwas? Ja, hier. Nimm dies. Das dient deiner Sache mehr als meinen Taschen. Ein weiteres? Du bist wirklich sehr tüchtig. Als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit sollst du dies haben. Sehr gut. Doch gibt es noch mehr zu tun. Ich muss gehen. Dann gehe in Frieden. Sprich mit Randvi. Ich möchte die Bündniskarte. Über Vinland gesprochen? Das habe ich. Gut, ich habe es auf der Karte eingetragen, wobei der genaue Ort etwas geraten ist. Sag mir, wenn du bereit bist, aufzubrechen.
Oh, da ist das. Oh, wie blöd von mir. Was kannst du mir über Vinland sagen? Ist es wahr oder ein Märchen? Märchen oder nicht. Ich habe jemanden gefunden, der dich dorthin bringt. Sie behauptet, es schon einmal gesehen zu haben. Wenn sie bereit ist, an meiner Seite ihr Leben auf der langen Reise aufs Spiel zu setzen, reicht mir ihr Wort. Nessa ist ihr Name. Such sie am Hafen auf, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Ich hab nicht gewusst, dass unten noch was ist, ey. Dumm von mir. Ich gehe sofort und beende das Leben Gormkyrt wie sonst, wo keine Valkyrie ihn finden kann. Die Reise ist lang, Eivor. Sei vorsichtig. Nee, blöd, ey. Jetzt geht es nach Irland. Einen schönen Tag noch, Fremder. Nessa, nicht wahr? Ich bin Eivor. Randvi sagte, du wärst meine Führerin. So ist es. Du willst über die See ins Land des heiligen Brynin reisen, nicht wahr? Randvi nannte es Vinland. Das ist dasselbe. Die Überfahrt dauert 3 Wochen mit dem Langschiff. Sie ist mühsam, fad und möglicherweise tödlich. Falls wir sie überleben, bezahle ich dich. Eivor, bevor du gehst, du musst dich bei deiner Ankunft als Trell verkleiden. Andernfalls würdest du zu viel Aufsehen erregen. Gorm leitet das neue Lager. Du kannst davon ausgehen, dass ihm fast alle treu ergeben sind. Guter Einwand. Ich bin nur um unseren geschätzten Dränger bedacht. Eins vorweg, Eivor. Mein Schiff, meine Regeln. Zweitens, du befolgst die Regeln. Drittens, wer meine Regeln befolgt, überlebt. Verstanden. Gut. Lass mich wissen, wann du bereit bist. Dann brechen wir auf. Ja, jetzt sofort. Bereit, Segel zu setzen? Ich komme wieder. Und ich werde hier sein. Gib nur den Befehl und wir brechen auf. Auf nach Vinland. Los. Spring rein, wir brechen jetzt auf. Ab nach Irland. Wieso bin ich so gekleidet, ey? Wie ein Irrer. Kalte Wochen auf der Walstraße. Vorbei an Eisbergen und Steinreichen. Durch Sagerlande. Ein weiter Weg, nur um einen Mann zu töten. Gorm Kjötvison, Sohn des Erzfeindes meines Vaters. Welch düstere Taten führen den Orden so weit über das offene Meer? Thank you.
Sie hat das Sagen. Ich sollte vorsichtig sein. Hier gibt es keine Freunde. Du! Du siehst stärker als die anderen aus. Wie heißt du? Jora, aus Jofavik. Jora? Du heißt Pferd? Mein Vater wollte nie Kinder. Wo sind wir hier? Nyhöfen. Unwirtlich und auf keiner Karte zu finden. Siedeln wir hier? Das ist nicht das Ziel. In den Wäldern gibt es zu viele Wilde. Sind sie gefährlich? Du stellst zu viele Fragen, Pferd. Deine Aufgabe ist es, zu schweigen und mir zu gehorchen. Jetzt entlade dieses Schiff und dann bekommst du ein paar leckere Möhren. Hilda! 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 Wir können Olaf nicht finden. Bei Lokis Arsch, nicht schon wieder. Ohne seine Führung können wir Gorm keine Vorräte schicken. Dann bringt, was wir an Vorräten haben, zu den nächsten Lagern. Gorms Leute erledigen den Rest. Lass mich gehen. Ich kann alles tragen, was Gorm braucht. Das ist Olafs Aufgabe, Pferd. Nicht deine. Du bleibst schön im Hafen und fällst nicht auf. Erkundige dich nach Olaf. Irgendwer muss wissen, wohin er gegangen ist. Ja, Leute, wir sind jetzt in Irland. Okay. Helgi, gieß mir ein Horn von deinem guten Honigmet ein. Sei so gut. Zum Glück ist die Karte nicht so groß, das ist das Gute daran. Ich könnte nach Gorm fragen, aber würden sie verstehen, was ich will? Diese beiden geben sich wie Anführer. Einen Versuch ist es wert. Aber nicht jetzt. Okay Leute, dann sage ich mal, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt mir unten in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall anschauen. Dann sage ich au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.